Jetzt sind wir schon bei der 8. Folge von Never Alone. Und wir müssen paddeln. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind nicht mehr im Hauptspiel, wir sind im DLC Foxtails. Oh shit. Was war das? In einem anderen Dorf, einem Dorf namens Noatak, erzählten sich die Bewohner eine Geschichte über eine Schlucht. Jedes große Schiff, das den großen Fluss nach Noatak hinauffuhr, wurde genauso verschluckt. Möwen. Die Stimmung hier ist schon um einiges düsterer. Okay. Ach, komm her. So, jetzt schauen wir mal, wo wir es reinwerfen können. Muss ich, so wie es aussieht, nochmal zurück? Nein, verdammte Scheiße nochmal. So. Hast du noch einen Stein für mich? Er hat noch einen Stein für mich. Komm schon. Schwimm zurück. Werd zurückgetrieben. Ah, verdammter Scheißdreck, ey. Wo holt der sich eigentlich die Steine her? So, und jetzt wehe, wenn das Boot wieder wegschwimmt. Das war... Ah, das hat gereicht. Gut. Es hat gereicht. Wie schön. Ach du Scheiße, das ist ja ein richtiger Schiffsfriedhof hier. Das ist ein richtiger Friedhof. Ich frag mich, welches Tier dafür verantwortlich ist. Ein riesiges Walross vielleicht. Ein Eisbär ist es bestimmt nicht. Oder ein Kraken, aber ich glaube nicht, dass der in der Antarktis sein Unwesen treibt. Eher in der Karibik, wo er Piraten frisst.
Ha. Okay. Nein! Reich mal rüber, bitte. So, jetzt natürlich die Frage, wo werfe ich den hin? Versuche ich mal da hinten links runter zu werfen. So war das eigentlich nicht geplant. Nein. Rückt noch einen rüber. Danke. Keine Angst, unser Boot hält das aus. Wasser. Das will ich doch gar nicht. Ich will ihn auf diese Rampe werfen, dass er durch den Schwung vielleicht gegen die Steine da unten fällt. Was kannst du eigentlich? Ich glaube nicht, dass der Schwung ausreicht. Es geht jetzt nur darum, dass wir einen Stein werfen. Mehr ist es noch gar nicht. Nur einen Stein werfen, einen beschissenen Stein. So. Ja. Ab ins Wasser. Also irgendein Tier, das im Wasser lebt, würde sich ja eigentlich bei diesem DLC anbieten. Wieso ersauf ich jetzt? Und wieso hebt sich da hinten das ganze Land? Ich habe doch gar keinen Dorf gesehen. Oh ja, das Dorf hat's zerlegt. Here.
Was? Hat er jetzt ernsthaft den Stein fallen lassen? Spring in das scheiß Wasser. Ach so, du sollst an dieser Stelle gar nicht tauchen. Okay. Dann muss ich aber überlegen, wie wir das ohne Tauchen hinbekommen. Ah, siehst du, da geht's auf einmal. Nein, es geht nicht. Okay. Wie machen wir das? Da kann man auch gar nicht tauchen, okay. Ah, da geht's. Dann komm du mal hoch, mein Freund. So, dann fangen wir mal an, den Ball etwas rumzuballern. Jetzt muss noch mal runter. Nein, da bin ich jetzt falsch. Noch mal zurück. Ich muss den Geist noch mal nach unten ziehen. Ja, das macht Sinn. Mach mir keine Schande. Mein lieber Fuchs. Dann schauen wir uns mal an, was wir jetzt wieder angestellt haben. Ja, nein, wieder diese Tentakeldinger, ey. Ha! Rück mal rüber. So. Okay, das ist nicht Sinn der Sache gewesen. Das aber auch nicht. Okay, ich habe noch eine Idee, wie es vielleicht klappen könnte. Dann wird es aber mit dem Timing ein bisschen knapp.
Sollten wir aber hinkriegen. Nein. Na, oh Gott. Kann ich da unten durch? Jawohl. Oh Gott. Was war das? Was? Was? Nein. Komm schon. Wer baut ein Dorf an der See, wo eine Maus sitzt, die alles frisst? Eine riesige. Und wieso lebt die Maus unter Wasser? Oh, ich ahne furchtbar was. Was? Als die beiden Brüder den See erreichten, sagte der eine Bruder zu dem anderen, steig in das Wasser, die Maus lebt irgendwo in dem See. Dort sitzt sie und beobachtet den See. Deswegen soll der andere Bruder... Ah, okay, aber wie immer. Bin mal gespannt, ob wir das Vieh jetzt auch noch sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass das Let's Play 8 Folgen lang geht. Oh oh. Das sieht eher aus wie eine riesige Kakerlake! Oder ein riesiger Frosch, als statt wie eine riesige Maus. Okay. Geh weg. Ich muss aufpassen, wo das blöde Vieh lauert. Ich glaube, ich lasse mich mal von dem Vieh töten. Ich will einfach mal sehen, wie das aussieht. Okay. Komm hoch mit dir. Ah. So, okay, was muss ich mit dem Ding da anfangen? Ach, schon wieder so eine Szene. Oh Gott! Hau ab! Das sieht wirklich aus wie eine riesige Maus. Okay, das
erfordert jetzt Timing. Freunde, unten kann ich nicht rausholen. Das war nicht geplant, dieser Satz. Ich schwöre es. Haha, ausgetrickst. Wieso lebt eine Maus unter Wasser? Oh Gott! Du stinkst und deine Mutter war ein Hase, so. Ich will die scheiß Maus nicht erlegen, ich will davor abhauen. Das war ja klar. Oh. Hat gar nicht mitbekommen. Moment mal, ich kann mich doch bestimmt hinlegen, oder? Hab gerade mal ausprobiert. Nein. Ich muss tatsächlich darauf springen. Ach, das war der Schwanz. Das war geil. Das ist wirklich eine Maus. Ha! Oh, da oben glänzt wieder. Schau nicht so gierig. Alter, das Vieh sieht aber echt böse aus. Wo das blöde Vieh sitzt. Vielleicht gerade noch was ein. Wenn ich jetzt wieder die Position wechsle, kommt das Vieh doch wieder, oder? Ja, da ist es wieder. Natürlich die Frage. Wie mache ich das? Das ist doch schon spannend.
Wow. Okay, aber das Rätsel tun wir uns in der nächsten Folge an. Weil wir haben jetzt eh schon wieder überzogen. Also, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.